Yo, you feel the pressure. Moin Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spyro the Dragon. Ja, in der letzten Folge haben wir Wizard Peaks und Blowheart gemacht. Und ja, wir sind jetzt fertig mit der Magic Crafters Welt. Ja, wir sind fertig und wir haben schon einen Prozentsatz von 55%, also wir haben schon über die Hälfte des Spiels. Also, wenn man von 100% ausgehen würde, wenn man jetzt von den 120, die es ja eigentlich sind, dann noch nicht so ganz, aber bald, also 5% noch, dann haben wir auch da die Hälfte. Aber weltentechnisch haben wir jetzt die Hälfte, also ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die nächste Welt, da sprechen wir mit Tuco, dem Ballonfahrer. Wohin, Spyro? Wir gehen in die Beastmasters-Welt natürlich. Und ja, eine neue Welt wartet auf uns. Ja, Beastmasters, es wird dunkel. Es bleibt dunkel. Wird immer dunkler. Dunkel. Und wir sind im Sumpf. Ja, das ist eigentlich das, was mich an dieser Welt immer so ein bisschen stört. Ach, dieses Düstere hier. Obwohl, ich bin düster. Eigentlich müsste mich das freuen. Agent? Ja, weiß ich nicht. Also, so ein bisschen die Umgebung ist ein bisschen... Mir fällt wieder zu düster, ja, aber... Na ja, gut. Obwohl, die nächste Welt ist mir zu bunt wiederum. Also, naja. Weiß auch nicht. Die fünfte Welt ist ja dann eigentlich exakt das Gegenteil von dieser Welt. Wenn man so will. Die ist mir fast schon wieder zu bunt. Ich glaube, das ist mir die Sumpfwelt lieber. Na gut. Egal. Ja, wir sind hier auf jeden Fall im Sumpf. Gucken wir erstmal Beastmasters zu Hause. Gibt es 300 Edelsteine und 2 Drachen nur. Also das ist nicht ganz so viel. Ja, und kein Ei halt mehr. Eier haben wir ja in der letzten Folge alle gesammelt. Also es gibt kein Ei mehr, was noch fehlt. Sag ich mal. Ja, ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal mit diesem Drachen hier. Und zwar gerettet Bruno. Nasty Nog verwandelt unseren Sumpf in eine elektrisch geladene Müllhalde. Dabei war es hier früher so schön. Ja, klar doch. Also der Bruno, der ist doch schon mal überzeugt, dass hier im Sumpf schöner ist und Spyro irgendwie nicht so... Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, wenn ich diese Welt mit der nächsten Welt vergleiche, dann ist mir die fast schon lieber von der Umgebung her. Naja. Naja, alle Welten in Spyro haben natürlich irgendwas Besonderes an sich. Na gut, hier haben wir schon einen Devil Terrace Village, okay. Da gehen wir dann bei Zeit nochmal rein. Oh, scheiße. Nein. So. Okay. Und diese Wildschweine, die mögen mich nicht und ich mag sie nicht. Yay. Yeah. Okay. Das Beste draus machen, sagen wir es mal so. Ja. Also niemals versucht, die umzurempeln. Das funktioniert nicht. Die haben mehr Wucht. Sag ich mal. Ja, hallo. Geht doch so. Perfekt. Einmal alle Leudis hier mitnehmen. Achtung, hier kommt ein Wildschwein um die Ecke. Gras, wenn man das... Also das kann einen dann schon mal den Tod kosten. Das Leben kosten, nicht den Tod kosten, das Leben kosten. Naja, egal. Ich würde sagen, wir retten jetzt einfach mal Klitos. Spyro, schön dich zu sehen. Aber ich muss jetzt weiter. Ah, ist klar. Okay. Kann man mal machen. So, jetzt weiß ich gar nicht, was war das hier? Ja, hier geht's runter. Zwar sogar der hier. Ein Loch war's. Und ich habe gleich das richtige Loch gefunden. Ja. Hier ist gleich mal das Level Wild Flight. Ich würde mal sagen, das Level werden wir uns wahrscheinlich in dieser Folge noch angucken. Eventuell. Und wenn du jetzt mal das machst, was du sollst, danke. Dann schaffen wir das eventuell auch. Ja. Ja, hier ist ein Level namens Misty Bock. Das ist eins meiner Lieblings- und gleichzeitig Hass-Level in diesem Spiel.
Also ich mag das Level einerseits. Aufgrund. Ja. Ist einfach irgendwie cool. Aber da gibt's halt so gewisse Gegner, die ich nicht so sehr mag. Sagen wir es mal so. Also, ja. Genau. Und hier ist auch eins meiner Lieblingslevel. Treetops. Ich liebe dieses Level einfach, weil es einfach alle, glaube ich, hassen. Boah, fast alle hassen die Spyro-Spiele irgendwie, gefühlt. Hier ist noch ein Zehner. Hätten wir fast übersehen. Ja. Aber jeder, der das Level halt nicht in- und auswendig kennt, wird es, glaube ich, eher hassen. Ich mag das Level einfach. Es hat was irgendwie. Aber naja. Aber ich glaube, das ist nicht so ganz jedem seine Sache. So. Zack. Genau. Gut. Ja, diese elektrischen Felder sind natürlich auch nicht sehr nett. Also immer dann, wenn, ich sag mal, die Elektrizität darauf hauen, hat man ja gerade gesehen, tut das ein bisschen weh, sagen wir es mal so. So. Genau. Okay. Hier ist eine Fliege gerade. Die nervt mich ein bisschen. Gut. Cray, der Ballonfahrer. Es tut mir so leid, dass die Drachen immer noch in Kristallstatuen gefangen sind. Vielleicht geht es mir etwas besser, wenn du 50 Drachen gerettet hast. Okay. Also, da dürfen wir erst mitfahren, wenn wir 50 Drachen gerettet haben. 48 haben wir, also noch 2 Drachen. Dann könnten wir schon in die nächste Welt. Eiskalt so. Das machen wir natürlich nicht. Erstmal machen wir hier alles fertig, bevor es in die nächste Welt geht. Okay. So. Einmal hier rüber. Den Schlüssel einmal mitnehmen. Dann versuchen wir hier noch heil rüber zu kommen. Und meistens verkacke ich diesen Sprung. Ich kenne mich auch. Ich kenne das doch. Oh, ich habe es mal geschafft. Lol. So. Ja. Ey, was mach ich da jetzt? Nein, das solltest du jetzt eigentlich nicht tun. Die Kiste ist hier unten. Okay. Okay, gut, dann haben wir das auch einmal. Und eventuell haben wir jetzt 100%. Schon. Also in diesem Level. Ja, sehr schön. 300 von 300 Edelsteine, 2 von 2 Drachen. Perfekt. Okay. Würde sagen, dann gehen wir gleich mal in Wild Flight noch rein, weil. Ja, wir sind erst bei 8 Minuten. Denke mal, die Zeit haben wir noch. Okay. Ja. Wild Flight. Das finde ich eigentlich, also das ist eigentlich, finde ich, das schwerste Fluglevel im ganzen Spiel. Also das Fluglevel, was danach kommt, ist wieder leichter, finde ich. Aber naja, gucken wir mal. Also hier hänge ich meistens mal ein bisschen. Muss erstmal gucken und schon gleich verkackt. Also First Try haben wir schon mal nicht. Yay. So. Erstmal ganz kurz gucken hier. Gut, also bei Wild Flight, das haben wir schon verkackt. Also bei Wild Flight, da kann man leider nicht die Sachen so direkt hintereinander machen. Da reicht die Zeit einfach nicht. Wild, also man soll das ein bisschen wild durcheinander machen. Und ich finde, das macht das Level auch einfach ein bisschen schwer. Weiß ich nicht, ist halt so. So. Ich finde, nur so kann man hier was werden. So, jetzt muss er. Achso, die Boote fahren ja so lang. Ah, Hilfe! Ah, scheiße. Muss mir auch erstmal hier wieder zurechtfinden, das ist ich. Naja. Ist halt so.
Ach, Slavitt hat eine geile Mucke. Und verkackt. Ja. Und so ist das halt einfach mit diesem Level. So, komm, jetzt schreien wir uns mal an, okay? Lass mal schaffen jetzt. Aha, so ist das also? Komm schon jetzt, kann doch nicht sein. So. Komm schon. Jetzt aber, geht doch. So. Was machen wir da jetzt eigentlich gerade? Achso, das machen wir hier. Oh scheiße, wo ist das letzte Boot? Uns fehlt ein Boot. Oh nee. Oh nö, ey, please. Das ist natürlich jetzt Mist. Weil so durch verlieren wir jetzt richtig schön Zeit. Das ist doof. Aber naja, kann man jetzt machen gerade, oder? So. Einfach mal weitermachen. So. Scheiße. Scheiße. Komm schon. Ja. Das sieht ja gerade etwas schlecht für uns aus. Ja, ich treffe gerade kein einziges Flugzeug. Ja, ich habe gerade kein einziges Flugzeug getroffen. What the fuck, Alter. Es haben auch nur 70 Flugzeuge gefehlt irgendwie. Naja, gut. Ich weiß auch nicht, was das gerade war, aber ich habe irgendwie echt kein einziges Flugzeug getroffen, ja. Ich habe mir so gedacht, so, oh, es könnte doch klappen, aber nee. Sollte nicht sein. Okay, dann ist es so. So. Das Boot nehmen wir natürlich auch noch mit. Dann fliegen wir jetzt einfach mal so rum. Vielleicht bringt das ja was. Siehst du, hier ist gleich wieder so ein Boot. Deswegen ist das ganz gut. Oh nee, ey. Oh nein. Ah. Wie kann das auf der Kante da ins Wasser fallen? Hä? Wie geht das denn? Wie geht das denn physikalisch? Please, Alter. Fuck. So. Ja. Na gut. Also an diesem Fluglevel hänge ich eigentlich immer so, mal so ein bisschen. Bis ich dann mal wieder hab. Also. What the fuck war das denn gerade jetzt? Als ob. Ich bin einfach mal am Pixel hängen geblieben gerade. Glaube ich. Gut, verkackt. Ich weiß nicht, wieso der Flamme jetzt schon wieder nicht gefunkt hat. Was das jetzt sollte, weiß ich auch nicht so genau. Ja, keine Ahnung. Manchmal steckt man da echt nicht drin, ne? So. Okay. Alter, Mann, ich hab doch nach oben gedrückt. Bist du bekloppt irgendwie? Oh. So, jetzt aber. Come on. Jetzt ist genug. Jetzt will ich hier mal schaffen und... So. Okay, zack. Und... Zack. Genau. Hier ist kein Boot mehr? Lol. Ja, ich flieg hier lang, weil... Weil Baum. Ganz einfach. Und ich verbrate gerade übelst viel Zeit. Deshalb bin ich jetzt hier lang geflogen. Um dieses Boot einfach zu kriegen.
Oh nein! Oh, was machst du denn da? Ah! Hilfe! So. Nein, du fällst nicht runter. Oh, was machst du denn? Mann! Oh! Das ist hier gerade nicht angenehm. So. Come on, ey. Come on. Ich glaube, so lange habe ich noch nie eine Fluglevel gebraucht. Obwohl. Aber ich brauche White vielleicht nicht immer ein bisschen länger. Ist echt so. Weiß auch nicht. Ich hätte jetzt eigentlich mal gedacht, dass es extra für die Folge jetzt ein bisschen schneller geht, aber nö. Das Glück ist mir da gerade nicht so auf der Spur. Naja. So. Einmal so fliegen. Jetzt haben wir schon etwas mehr Zeit wieder an der Stelle. So. Okay. Erstmal die Flugzeuge. Scheiße. Scheiße. Warte. Es fehlen nur noch die beiden Kisten. Ja! Es war sehr knapp. Ich hab's aber geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben gerade nicht ganz so leicht das Level, aber wie gesagt, also, ich will den Level noch nichts vorwegnehmen. Das letzte Fluglevel ist wieder leichter, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Ich würde sagen. Zeitangriff. Ja, okay. Wir wiederholen nicht. Wir fliegen einfach mal nach Hause. 300 Edelsteine haben wir eingepackt. Sehr schön. Phew. Gut. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Die ist lang genug jetzt, würde ich sagen. Also für meine Spyro-Verhältnisse. Na, hoch. Gehen wir noch schnell. So. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.